Herzlich willkommen zurück zu den platzierbaren Objekten. Und da braucht ihr eigentlich nicht viel für. Ihr braucht einen Mistwagen und den Wassertank. Ist auch nicht allzu teuer. Der Wassertank kostet 8000. Der Mistwagen, den ich jetzt habe, kostet 21. Da gibt es auch einen für 17. Und wenn ihr den Mistwagen, da ihr den Mistwagen braucht, braucht ihr die Kuhwirtschaft bei manchen. Also macht euch da nicht so einen großen Kopf. Das klappt schon. Und jetzt mal zu den platzierbaren Objekten. Gehen wir hin. Fangen wir mit dem Bienenhaus an. Es macht kostet 8 Euro am Tag und bringt 15 Euro pro Stunde. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Es kostet 20.000. Wir es kaufen. Sehen wir quasi hier, können wir so hin und her gehen. Haben wir so ein kleines Bienenhaus. Hier kann es nicht platziert werden. Hier kann es wieder platziert werden. Hier nicht. Stellen es jetzt einfach mal. Hier mit A und D könnt ihr da die Sachen drehen. Stellen es einfach mal hier vorne an den Rand. So, zurück. 20.000 verloren. Und jetzt haben wir hier ein Bienenhaus stehen. Eine kleine angedeutete Tür. Da müsst ihr nichts weiter machen. Ihr habt jetzt hier ein Bienenhaus stehen. Das bringt euch jetzt, wie gesagt, pro Tag Einnahmen von 15 Euro. Und alles ist tutti. Die Treibhäuser hier sind alle gleich. Ihr seht, die bringen alle genau dasselbe, nur dass unterschiedliche Dinge drin sind und unterschiedliche Formen haben. Und wir gehen mal, nehmen mal das Kräuter. Kräutergärtchen, das kleine. Wo stellen wir es denn mal hin? Unser Kräutergärtchen. Ach komm, hier haben wir es schön zugänglich. Die beiden Dinge machen wir mal einen so, und das hat jetzt zwar auch immer positiv, aber das hat jetzt noch nicht so hohe Produktivität. Wir fahren mal hin. Also wir sehen schon mal hier drinnen, es wächst noch nichts. Ist auch ein sehr, sehr nettes Gimmick. Und damit hier aber was wächst, brauchst erstmal Wasser. Da ist der Wassertank. Wir haben einen hinten dran. Gehen da Wasser holen. Wasser holen könnt ihr an vielen, vielen Ecken. Also ihr könnt es in Flüssen machen. Oder halt an den Wasserstellen dafür. Da sehen wir hier oben direkt eine. Fahren mit unserem Tank ran. Das soll eine Quelle. Soll das sein, so ein Brunnen. Anhänger schön hin. Füllen wir den. Das kostet natürlich Geld. Aber wie gesagt, ihr könntet das auch am Fluss machen. Und auf, komm schon, komm schon. So, da stehen jetzt Wasserfüllstand, Mistfüllstand. Wir füllen jetzt auf. Und wie ihr seht, direkt ist es ein bisschen grüner hier drin geworden. Denn jetzt haben wir Wasser zum Gießen. Ja, und hier haben wir halt noch eine Sache, die ist so ein bisschen gerade zu gehende Leere. Das kann ich euch aber nicht zeigen, weil Mist brauchen wir halt von den Kühen.
Und dafür brauchen wir den Mistladewagen. Den würdet ihr voll machen, fahrt hier hinten dran und ladet ihr, wie wir es eben mit dem Wasser gemacht haben, den Mist rein. Und dann habt ihr erst die volle Produktivität von dem Gerät. Hier seht ihr Wasser-Mistfüllstand, wenn ihr hinten dran geht. Und dann hat das Ding, bringt es diese maximalen 40 Euro pro Stunde ein. Ist ein bisschen Arbeit, ihr braucht zwei, drei kleinere Geräte dafür. Zum Beispiel den Wassertank, der auch erstmal wieder drinne sein muss, bevor es sich rentiert. Allerdings ist das eine Möglichkeit, kontinuierlich Geld zu schaffen, was nicht so, nicht allzu viel Arbeit ist, weil den Mist habt ihr eh, so wenn ihr die Kühe habt. Und das Wasser, man kann auch zum Fluss fahren, wir gucken mal kurz auf die Karte, wir haben hier oben auch den Fluss. Da kann man sich das Wasser auch voll machen. Hier unten kann man sich Wasser voll machen. Und halt an den Stellen, wo wir eben waren, das ist jetzt nicht so viel Aufwand. Ihr habt gesehen, ein paar Sekunden eben, 30 Sekunden war das Ding wieder voll. Und es ist jetzt nicht so viel Arbeit, denn es ist nicht allzu weit von den Stellen wegsteht. Man kann es natürlich dann auch sinnigerweise in der Nähe von der Kuhweide hinstellen. Hat man auch von dem Mist keine Fahrwege. Und alles ist gut. So, das nächste platzierbare Objekt ist die Solaranlage. 125.000, Einnahmen 95 Euro pro Stunde, Leistung gut, ein Kilowatt pro Quadratmeter, aber und das kostet 25 pro Tag und das ist eine sehr, sehr gute Geldanlage. Wir bauen das Ding mal ganz hier wie wir sind. Bauen wir mal hier einer hin. Die können wir allerdings in der Ausrichtung nicht verändern, denn sie muss ja Richtung Sonne stehen, ne? Machen wir jetzt mal hier eine hin. Seht auch schon, wenn wir jetzt weiter nach hier hinten gehen. Platzierungen ändern sich immer so leicht. Wenn ich jetzt hier eine vorstelle. Die kann ich aber auch nicht beeinflussen. Jetzt haben wir mal einige hingestellt. Gucken wir uns die mal von Namen an. Lauf, Horace, lauf! Also quasi auf so einem Drehgestell, die drehen sich dann halt zur Sonne. Und schöne Photovoltaikanlage, kann man auch drauf rumlaufen. Werden wir natürlich nicht tun, dann gehen sie nach und nach noch kaputt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr geile Einnahmequelle. Und vor allen Dingen auch eine sehr sichere. Wir kriegen jetzt pro Stunde, wenn wir mal 100 nehmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wir haben 7, also knapp eine Million, sage ich einfach mal, investiert. Und wir bekommen allerdings 700 pro Stunde. Das sind 1400. Das sind 14.000. Das sind 26.800. Ganz, also grob. Die 5 Dollar, ich sag mal 26.700 einfach pro Tag. Für, nur weil diese Dinger stehen, einfach so, ihr bekommt die halt einfach. Einfach so. Das heißt, ihr seht auch schon, nach knapp 20 Tagen haben die sich rentiert und ihr bekommt einfach 26.000 pro Tag, ohne was dafür zu tun. Ihr könnt euch Geräte kaufen, wie ihr wollt. Hübsche Sache. Und dann das letzte platzierbare Objekt, wo ihr schon echt viel braucht. 1000 pro Stunde. Ich meine, wir sind jetzt auf schwer. Auf den anderen Schwierigkeitsgrad gibt es auch noch, gibt es mehr dafür. Aber vielleicht 4.500 pro Stunde. Und aber 24.000 pro Stunde für 1,2 Millionen. Und das kosten 50. Natürlich ein bisschen mehr. Die bringen allerdings mehr. Ihr seht das schon, 25 pro Tag. Und 1000 pro Stunde. Obwohl, wartet mal. Beschlag das mal gerade mit den Tagen. Ne, die Windkraftanlage bringt mehr. Die bringt mehr.
weil die Verbrauchskosten von denen höher sind. Wo kann man die hinstellen? Kann man die direkt auf den Hof irgendwo pflastern? Hier in den Hühnerstall. Zwei Stück in den Hühnerstall. Ein dritter rein? Schade. Also sollte sie natürlich nicht setzen, aber. Ihr seht schon, das sind Giganten. Platziert sie irgendwo auf der Map, wo sie euch nicht stören. Kleiner Generator dran. Tja, Hühnchen. Was ist los? Er ist nur da und da. Ja, das sind die platzierbaren Objekte. Wir gucken auch noch mal in die anderen beiden Treibhäuser rein. In das und in das Tomatentreibhaus. Damit ihr die mal vom Stil gesehen habt. Das von den Tomaten. So zwei Gänge quasi. Links, rechts, in der Mitte wachsen Tomaten. Da habt ihr die Tanks auf der rechten Seite, ne? Hier, das ist das vom Salat, auch wieder genauso aufgebaut auf der rechten Seite. Deswegen baue ich hier auch immer gerne, wenn entgegengesetzt. Also zeige euch das noch mal kurz. Sagen wir, wollt ihr jetzt nur Tomaten machen? Dann gehe ich halt irgendwie, gut, das gehört euch jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht drauf bauen, aber hier, dann baue ich das so hin. Und entweder so, damit ich dann zum Beispiel Wasser gleichzeitig bei beiden auffüllen kann. Oder halt einfach so. Weil dann habt ihr den Vorteil, wenn ihr das dann halt so weiterzieht. Dass ihr dann euren Traktor nehmen könnt. Und ihr müsst dann halt nicht elendig immer um diese Dinger drum rumkreisen wie so ein kleiner Mond. Sondern ihr fahrt die einmal um, ob ihr es überhaupt vernünftig reinfahren können. Aber das klappt. Und dann könnt ihr nämlich hier schön R drücken. Tankt er den voll. Dann fahrt er wieder ein Stück weiter. Tankt den voll. Und so könntet ihr dann halt hier durchfahren, betanken. Müsst ihr dann hinten bei allen fertig sein, mit dem Mist galt genauso. Das ist halt der Riesenvorteil bei den Dingern. Also wenn ihr die so hinstellt, dass ihr sie halt einfach, dass ihr halt einfach hier so eine, sag mal, Betankungsschneise habt. Die Öffnungen sind dann halt ein bisschen blöd, weil auf der Reihe ist es auf der Seite. Und weil auf der Seite sind es halt auf der. Muss man gucken, ob das für einen okay ist. Oder ob man sie dann doch eine Reihe stellt, immer Schlangenlinien fährt. Das muss man dann für sich sehen. Und das waren auch alle platzierbaren Objekte. Mehr gibt's nicht. Bienenhaus, sehr, sehr billig. Wenig Profit. Braucht auch sehr lange, bis es rentiert. Die Treibhäuser sind schon besser, brauchen halt etwas, damit sie Profit machen. Die Solaranlage, sehr, sehr sicher, sollte man sich auch holen, sobald man ein bisschen Geld übrig hat. Wenn man ich sag mal, wenn ihr so weit seid, dass ihr 9 Meter habt und Kuh- und Schafzucht.
läuft, sind das die ersten Sachen, die ihr euch kaufen solltet. Und Windkraftanlage später, wenn ihr Geld übrig habt, klatscht so ein Ding dann hin. Ja, ich guck noch mal, aber das war's. Den könnt ihr zum Düngen natürlich auch nehmen, aber ja, das war's zum LS 2013. Die wichtigsten Sachen wisst ihr jetzt. Wartet immer schön auf große Nachfragen. Es kommen ab und zu große Nachfragen. Dann haben wir die Preiskarte. Dann verdoppeln sich hier diese Preise. Dafür auch mal ein Add-on drauf gemacht. Mit der Senior hier würden wir jetzt mal beim Landhandel in 4 Tagen eine große Nachfrage bekommen. Und dann ist der Raps doppelt so teuer. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Add-on ist, ist der PDA-Fix. Zeigt es dann mit an. Im normalen Spiel habe ich es nicht drin. Allerdings hierfür die Tests hab ich jetzt einfach mal reingeholt. Und da kostet doppelt so viel. Wartet darauf, auf diese großen Nachfragen, bevor ihr verkauft. Lagert so lange alles in den Silos. Seht zu, dass ihr nicht pleite geht. Und sobald ihr die Viehzuchten am Laufen habt, seht zu, dass euer Kredit weggeht. Schnellstmöglich. Wenn der Kredit weg ist, bleibt kreditlos. Das sind auch nochmal über 200 pro Tag, die ihr dadurch einspart. Und damit verabschiede mich auch von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wie ihr am besten an Geld kommt und wie ihr eure Geldquellen dauerhaft macht. Und mit dem LS 2015, der im Oktober kommt, wird es auch ein Let's Play geben und Tutorial-Reihen zu ihm. Und ich freue mich schon. Bis dann. Auf Wiedersehen. Euer Nemesis.